Heute habe ich ein City Life Erweiterungsset für euch. Und zwar gehen wir zum Facharzt und zwar zum Physiotherapeuten. Das Set hat mir jetzt ganz gut gefallen und dann habe ich mir gedacht, sehen wir es uns doch mal ein bisschen genauer an. Man sieht, der Patient, sage ich jetzt einfach mal, hat hier ein bisschen was zu tun. Wir haben eine Liege, wir haben was zum Strampeln, wir haben hier was zum Abmessen, sage ich jetzt einfach mal. Gut, lassen wir uns überraschen. Machen wir das Ganze mal auf. Jede Menge Aufkleber, die man an dem Patienten, sei oder dem Patienten, viele Patienten überall hier draufgeklebt haben, wie man hier bei dem Karton auch gut sehen kann. Da haben sie auch Verschiedenes draufgeklebt, was man natürlich machen kann. Ich lasse sie erstmal. Wie man hier schon sehen kann, haben wir hier unseren, ich sag's einfach mal, unseren Arzt-Therapeuten, unseren Physiotherapeuten, schön in weiß mit einem Kittel, einer Brille, die man abnehmen kann, wenn man die Haare runter tut. Und hier ist der Patient ganz sportlich in einer kurzen Sporthose, Turnschuhe, ideal. Bei ihm lassen wir jetzt mal da hinten stehen. Und jetzt kommt der Rest. Okay, ich würde sagen, dann bauen wir einfach mal auf. Und es geht los mit dem ganzen Apparatur hier. So, und zwar hängen die mitunter hier dran, oder? Wir müssen das Ganze hier umdrehen, ohne diese Einkerbung, wo man was reintun kann. Und von der anderen Seite was drauf tun. Hier kommt der Aufkleber mit dem Stethoskop drauf. Ja. So. Gut, dann haben wir hier die nächste Halterung, kommt von der anderen Seite hier mit drauf, wo man gewisse Werte ablesen kann, zum Beispiel, das ist das hier. Oben drauf haben wir dann noch dieses kleine Teilchen und das wird dann verbunden mit den Schläuchen, sage ich jetzt einfach mal, um die Patienten damit quasi an die Behandlung anzuschließen. So sage ich es jetzt einfach mal, leicht verständlich. Okay, gut. So. Geht es weiter und zwar haben wir hier diese Halterung. Eine Seite kommt hier rüber, das ist die hier. Die andere Seite wird dann das hier dran gemacht. Okay, man muss nur mal rausfinden, wie. Ah ja, hier ist noch ein kleines Ärmchen, das hat mir jetzt gefehlt. Gut, das ist nach unten, dann wird das an die Seite dran gemacht. Man kann es drehen. Gut, denn das eine soll nämlich nach unten hier schauen und das andere soll nämlich zur Seite schauen. Gut zu wissen, dass man das Ganze hier drehen kann. Dann hält das doch alles. Und hier unten drunter kommen dann diese wundervollen Schläuche noch dran.
kann man die. Schauen wir mal, ob man es rauszieht. Wirklich gut zugemacht. Aber wenn man erstmal den ersten draußen hat, dann folgen für normal die anderen. So, jetzt. So, dann machen wir es ein bisschen mehr auf und schon haben wir die unten. Gut, also die werden dann hier unten dran gemacht. Okay. Eins ist wahrscheinlich als Ersatz gedacht. Beziehungsweise, nein, hier kommt dann noch eins dazu. Gut, dann lassen wir das da liegen. Okay. Kommt dieses blaue Teil, sage ich jetzt einfach mal, das steckt man auch mit dazu. Da kann man dann auch wieder so eine Art Ultraschall damit zum Beispiel machen in manchen Sachen. Und das kommt hier hinten rein. Das ist eine gute Frage. Wo genau? Das Ganze jetzt mal drehe. Und das kann man dann hier noch dran stecken. Hier ist noch eine Öffnung. So, ich habe es herausgefunden. Also hier hinten dran quasi das Kabel und dann da noch dran. Gut, okay. Wenn man es erstmal raus hat, dann geht's. Soweit zu dem. Und dann haben wir noch die Liege. Ich stelle das jetzt mal hier nach hinten. Die dürfte jetzt doch wesentlich simpler sein. So, Auflagefläche und dann noch die Beine, sage ich jetzt einfach mal dazu. Steckt man vorsichtig rein. Ist fertig. Dann das Rad. Hier ist das Hauptgestell von dem Fahrrad, wie wir das auch kennen. Wer so einen Hometrainer zu Hause hat, der kennt das recht gut. Dann tun wir das. So, das stecken wir dann drauf. Dann brauchen wir das Gestell, wo das Fahrrad drauf ist. Kann man nicht viel falsch machen, von beiden Seiten gleich. Und dann ist noch der Sitz dran. Der geht leichter rein wie das Lenkrad. Das Lenkrad ist wirklich sehr, sehr schwer zum Reintun. Ich lasse es jetzt so, es steht ein bisschen raus, aber bevor ich es kaputt mache, lasse ich es jetzt einfach mal. Kann man so lassen, würde ich sagen. Gut, also dann haben wir das hier auch fertig. Was hier auch noch ist, ist eine Waage. Da nehmen wir dann auch gleich wieder Aufkleber drauf. So, das ist die Stellfläche, wo man sich immer drauf stellt. Und hier kann man dann das Gewicht ablesen. So. Gar nicht so einfach. Also manches ist wirklich schwer zum Zusammenbauen. Aber gut. Dann haben wir hier noch einen Arztkoffer. Da tun wir das hier einfach noch mit dazu. So, wahrscheinlich kann man es einfach aufmachen, dass man Sachen reintut. Und dann
finden wir noch einen Laptop vor. Auch da kleben wir wieder ein paar Aufkleber rein, sodass man sehen kann, da wird gearbeitet, da wird fleißig gemessen. Und die Tastatur noch dazu. Möglichst richtig umkleben. Gut, okay, Laptop. Dann haben wir hier, das kommt ans Fahrrad dran. Oder zumindest, das hält der Arzt. Das hält der Arzt, kommt nicht ans Fahrrad, hat so ausgeschaut hier auf dem Bild. Da kommt auch ein Wertesystem drauf, das der Physiotherapeut hält und begutachten kann, den Patienten hier. So, ich gebe ihn mal gleich in die Hand. Monitor, den er dann anschauen kann. Okay, ansonsten ist da noch ein Sportgerät dabei. Dann haben wir hier hinten, das kann man einem Patienten dran machen. So, das kommt hinten ran. Und dann kann man eben das nette Gerät hier anschließen. So, einfach hier dran machen und dann wird der Patient gemessen. So, mach die ganzen jetzt mal dran. So schaut das Ganze dann aus. Oben drauf am Kopf kommt noch was hin. So. Und dann lassen wir das Ganze mal wieder runter, sonst hängt das da dran. Und dann kann er eben sporteln. Zum Beispiel, ob jetzt Fahrrad fahren oder ein bisschen Ziehübungen machen, sage ich jetzt einfach mal. Da kann der Physiotherapeut ihn dann einfach testen. Hier hat er seinen Laptop. Hier hinten ist die Liege. Da haben wir noch ein Handtuch mit dazu. Eben das Sportgerät. So, dann haben wir hier auch noch eine Tube und Opfern. Für die Untersuchungen auf Ähnliches genauso noch eine Flasche, wo was drin sein kann. Dann haben wir hier nochmal ein Messgerät für den Arm, für den Patienten, wo man dran tun kann. Und das kommt eben. Okay. Schmeißen wir es einfach mal um. Das kommt hier an die Hand ran. So. Und dann können wir nochmal hier beim Patienten ein paar Messwerte nehmen, indem wir den letzten Schlauch hier dran tun und ihn beim Physiotherapeuten am Computer dran machen. So, dann kann er da auch noch mal fleißig messen, was der Patient so macht. So, dann würde ich sagen, dann setze ich den jungen Mann hier auch so wie auf dem Bild einfach mal aufs Fahrrad hin. Lassen wir das Ganze dann mal arbeiten. So, jetzt verteile ich mal die Fläche hier. So, Arztkoffer. Und hier ist noch Arztkoffer bzw. die Sporttasche vom Patienten und eine Flasche noch mit dazu. Gut, das ist das ganze Set. Ich muss sagen, ich habe es mir ein bisschen weniger kompliziert vorgestellt, aber es ist in Ordnung. Man hat wirklich viel, mit dem man arbeiten kann. Also für so ein kleines, eigentlich kleines Set ist schon sehr viel dabei. Und wer möchte, kann eben hier noch verschiedene Aufkleber am Patienten draufkleben. Ob jetzt für verschiedene Messungen oder einfach irgendwie abkleben, weil er irgendwelche Wehwehchen hat, wie auch immer. Also jede Menge Aufkleber sind auch noch dabei. Und hier ist auch noch ein Aufkleber, den man auf die Tube kleben kann. Mache ich jetzt nicht. Aber so muss ich sagen, ist in diesem kleinen Set eigentlich doch einiges enthalten. Also man kann schon doch gut werkeln, würde ich sagen. Und ich finde es auch schön, diese ganzen Kleinigkeiten, wo man überall was messen kann. Also sehr gut mitgedacht. Okay, also das ist das Set vom Physiotherapeuten. Im Großen und Ganzen eigentlich recht gut. Man kann
es als eine sehr schöne Erweiterung fürs Krankenhaus zum Beispiel nehmen oder eine private Praxis, je nachdem. Ein paar Sachen sind ein bisschen schwierig zum Aufbauen, also für Kinderhände etwas schwer, aber ja, ansonsten würde ich sagen, ist doch ein nettes Set.